Willkommen zurück, Freunde, zu Super Mario Maker. Wir wollen heute wieder tolle Level spielen. Ja, freut mich, dass ihr eingeschalten habt. So, der letzte Part ist ja schon ein paar Tage her. Das liegt, wie ich schon damals gesagt habe, nicht daran, dass ich irgendwie faul bin oder so, sondern dass ich da halt, dass ich nebenher halt auch an anderen Videoprojekten arbeite. Und ja, dass das nicht leere Worte sind, das wird sich dann schon heute Abend zeigen, denn da werde ich schon mal, da werde ich das Video dann veröffentlichen, an dem ich die letzten paar Tage gearbeitet habe. Nachher mehr dazu. Aha. So, wo sind wir denn? Ach so, Mike haben wir letztes Mal gemacht. Nee. Julian haben wir letztes Mal gemacht. Da sind wir stehen geblieben. Genau. Da haben wir das gemacht. Genau. Und wisst ihr was? Da er jetzt nur noch ein Level hat, mache ich das gerade auch noch. Ein Remix-Level. Sein allererstes Level, das er hochgeladen hat. Ein Einsteiger-Level. Ganz nett. Einfach so ein typisches Anfänger-Level. Das man für den Anfang mal machen kann. Ja. Der Flowmaster. So. Ja, hoffentlich baust du noch mehr Level. Man sieht nämlich schon eine stetige Besserung. Finde ich. Das hier, das war ja schon ganz geil. Das erste, das war, naja, ein bisschen mehr springen, aber sonst auch keine Herausforderung. Aber das war echt cool. Oder Felix, was geht ab? Da haben wir tatsächlich alle. Tatsächlich. Luca. Mann, bin ich gut. Tom. Komm, komm. Achso, das ist das, das ich noch probieren sollte. Welches war das nochmal? Ja, lad halt schneller. Okay. Stimmt, da war was. Ich fauler Sack. Marcel. Da haben wir auch... Alles, wow, bin ich gut. So, aber der Falke, komm schon. Ja, ja, der hat da einiges wieder zu bieten. Jetzt ist natürlich die Frage. Boah, das sind jetzt wieder so viele tolle Level. Ich würde am liebsten gleich alle spielen. Größer ist besser. It's not your fault. It never is. Close to heaven. Heaven. Sollen wir das neueste spielen? Oder sollen wir einfach da weitermachen? Größer ist besser. Komm. Wir spielen hier sowieso alle. Größer ist besser. Was hat das zu bedeuten? Oh, okay. Das sind scheinbar... alle Elemente, Level-Elemente und Gegner und so riesengroß. Und Mario bleibt wohl klein, wie ich mir das denken kann. So, hier schon einige wow! Riesengegner, die sich sogar stapeln. Hoppla. Komm schon, Pilz, Pilz. Yeah, größer ist besser. So, da geht's wahrscheinlich in die Röhre rein, aber das... Da rechts macht mich misstrauisch.
Ha! Ha! Pilze für mich! Ja Leute, gestern gab es den ersten richtigen Trailer zu Pokémon Sonne und Mond. Das wird dann im November bei uns erscheinen. Oh, Scrolling! Angst! Nur die Ruhe bewahren! Hey, ja klar, das hat mich gar nicht berührt. Egal. Oh, fetter Hammer, Bro. Oh, da unten wäre es auch lang gegangen. Und da wäre sogar ein tolles Extra gewesen. Oder ob das so toll wäre, weiß ich nicht. Na, wahrscheinlich. So, jetzt ist Vorsicht geboten. Ich fass es nicht! Unglaublich, ja. Auf jeden Fall hat man die Region gesehen in diesem Trailer. Eigentlich waren es sogar zwei Trailer. Einmal ein europäischer und einmal ein japanischer. Finde den japanischen übrigens schöner. Sind auch beide in der Beschreibung verlinkt. Also, nur beide mal ein bisschen so schauen. Auf jeden Fall sieht man die neue Region und die Grafik und alles in all seiner Pracht. Das Ganze ist die Alola Region und wie es der Name schon vermuten lässt, basiert das Ganze auf Hawaii. Das eine Wort da, Aloha, Aloha, Scheiße. Das ist ja auch hawaiianisch, heißt glaube Hallo oder so. Ein bisschen Lilo und Stitch schauen, dann weiß man das. Ja, und auch alles sehr tropisch sieht natürlich aus und sie haben den Stil endlich mal geändert. Das freut mich. Also es sieht jetzt auch bei der Oberwelt nicht mehr so chibihaft aus. Es sieht jetzt viel realistischer aus. Also die Charaktere, die sehen jetzt aus wie Menschen und nicht wie Kinder mit großen Wasserköpfen. Also versteht ihr, was ich meine? Natürlich tut ihr das. Also es sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus und die noch Kämpfe wurden gezeigt. Die Region sieht also sehr vielversprechend aus. Da wird man bestimmt einiges zu Boten kriegen. Zu bieten kriegen. Denke ich mal. Ich freue mich drauf auf die Alola-Region. Und bei anderen Sachen gab es im Trailer natürlich auch die Pokémon. Die Starter-Pokémon. Da wären zum einen Bautz. Das Pflanzen-Pokémon. Ist sogar Pflanzeflug. Ist so eine Eule. Dann eine Feuerkatze. Achso, jetzt ist die Frage, geht's da rein? Und ist da eine. Ist das Secret? Nee. Dann Flamiau. Flamiau. Sehr kreativer Name. Aha. Die Feuerkatze eben. Okay. Ah, der Gumba muss her. Ist nur Feuer. Und dann noch Robball. Das Wasser-Pokémon ist eine Robbe. Ja. Wie gefallen euch denn diese Pokémon von der Optik her? So ein tolles Level. Yeah. Besticht durch seine Kreativität. Aber mal so mit den großen Dingern hier rumspielen. Und ein nettes, cooles Level für zwischendurch. Boah, ich freue mich schon so auf die anderen Level. Das war auch cool. Ach. So, der Lexurio. Schauen, wow, da ist er auch schon wieder. Der Old Mine. World 1-1. Machen wir World 1-1. Ja, am besten ihr seht euch die Trailer selber an, dann. Oh Gott. Seht ihr ja, wovon ich da rede. Habt ihr wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Hoffe ich. Wird natürlich für 3DS erscheinen. Und die siebte Pokémon-Generation bilden. Cool. So, ein bisschen konzentrieren wäre gut. Ich weiß, ich könnte einfach warten, bis dieser Frosten hier weg ist.
Hammer, Bro. I need a key. Ja, damit. Wow, ein cooler Bossraum übrigens. Aber der Boss ist zwar ein Lappen. Oder ich hatte einfach nur Glück. Wer weiß. So, und hier ist das Ziel. Cooles Level, kann echt fordernd sein, aber man kommt gut durch. Ja, die zwei legendären Pokémon wurden auch gezeigt, dass, allerdings sind die Namen und die Typen noch unbekannt. Das ist einmal so ein Sonnenlöwe, Feuerlöwe, keine Ahnung, und einmal so eine Fledermaus, die aussieht, als wäre sie von Bayonetta entsprungen. Daniel hat nix. Tom hat auch noch nichts Neues. Hast du was Neues? Hast du Level irgendwie gelöscht? Oder was ist passiert? Oder gehörst du überhaupt zu meinen Zuschauern? Oder habe ich den einfach nur so gefollowt? Weiß ich jetzt nicht. Nee. Ich spiele jetzt einfach mal das. Ja, ich kann mir auch nicht alles merken. In dem japanischen Trailer wurde einfach... Wow. Einfach, das angepriesen, dass Pokémon einfach verbindet und weltweit verstanden wird und einfach weltweit für Spaß sorgt. So, was ist jetzt los? Macht das mal schön. Und fand ich einfach schön. Ja, im November wird das Ganze für uns erscheinen. Ich weiß es gerade nicht im Kopf, das genaue Datum, aber ich glaube der 23. oder so. Auf jeden Fall 5 Tage später als im Rest der Welt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Vollidiot. Mach ihn kaputt. Ah, freue mich schon drauf. Wir werden dann jetzt wohl immer nach und nach neue Informationen kriegen. Können wir Gift draufnehmen. Und ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Jetzt tauchen natürlich auch erste Spekulationen und so auf. Ach nee, bitte, bitte. Oh, gut. Ich dachte schon, da gibt es kein Zurück mehr, aber... Falsch gedacht, zum Glück. Und da ist es auch schon, das Ziel. Voll in die Säge rein. Das Level hat mich sehr gut unterhalten. Hat Spaß gemacht, es zu spielen. Als vielleicht nicht die größte Herausforderung, aber egal. War trotzdem schön. Und das ist ja alles, das zählt. Ja, bald kommt übrigens ein Ice-Climber-Kostüm für Mario Maker. Mal gucken. So, ja, damit habe ich euch alle wieder durch. Deshalb spiele ich jetzt noch für den Abschluss einfach da mal ein Level. Natürlich eins bei neuen Level. Und zwar das erste, was auch immer das ist. Ja, heute Abend wird, wie gesagt, das Video herauskommen, an dem ich die letzten paar Tage gearbeitet habe. Scheiße, was geht hier ab? Was war denn das für ein Scheiß? Hat mich echt sehr viel Zeit gekostet, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, ihr werdet ja dann sehen, was das für ein Video ist. Vielleicht ein kleiner Tipp. Ich glaube, die Zelda-Fans unter euch, die werden sich freuen. Hoffe ich doch zumindest. Oh, noch eins, komm. Das da. Was ist es? Was ist es? Wow. Ach du Scheiße, was geht hier ab?
Wo bin ich? Jesus! Nein! Wow! Crazy shit! Lol. Echt verrückt. Naja, Leute, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder in einem Nest-Part oder vielleicht guckt ihr ja das Video, das jetzt bald online kommt, von dem ich eben gesprochen habe. Vielleicht auch nicht, mir egal. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss.